So, erstmal Glotze. Morgen wieder wunderbar sonnig. Heute werde ich kein Glück haben. Oh, okay, ist genau. Im Frühling wachsen unten irgendwie wie bescheuert Zwiebeln. Da muss ich mal hingehen. Das war. Oh. Die sah immer noch so durstig aus. Alter. Stimmt, hier kann man ja durchs Feld laufen. Habe ich ein bisschen vergessen. Bei Harvest Moon ging das ja nicht. Oh, Leute. Habe ich das mit Steuerkreuz sonst gespielt? Nee, glaub nicht. So, die ziehe ich einmal voll. Und jetzt gehe ich mal los und sammle ein paar Zwiebeln ein. Oh, wie, ich komme jetzt nicht durch. Gut, dass ich die Axt mit habe. Da wäre ich jetzt mit der Angel ganz schön angeschmiert gewesen. Wo war das denn noch mit den Zwiebeln, ey? Ist alles schon ein bisschen länger her. Bam, bam. Ich würde wieder ein Lied skippen. Nee, das gibt mir gerade irgendwie auch nicht so wirklich was. Hier, warte mal. Nee, das ist doch nicht. Die sah noch anders aus, die Zwiebeln. Okay, keine Ahnung. Oder die kommen erst noch. Ich hab mir das nicht sehr aufmerksam durchgelesen. Ein bisschen lahm die Mucke. Also ich mag sie normalerweise mega gerne, aber ich hatte irgendwie Bock auf ein bisschen sowas zum Beispiel. Es lohnt sich zu vertrauen. Es lohnt sich zu vertrauen. Ach so, ja. Die eine Frage hat sich jetzt selbst beantwortet. Es ist mir aber nicht so aufgefallen. Also es wird immer nachts abkassiert. Und ich gehe den Weg an jedem Tag. Ich gehe voller Zuversicht. Denke ich ab morgen. Hauen wir das mal rein, hauen wir das mal rein. Stimmt, ich habe ja hier eine Mülltonne. Also. Aber das ist denn ja auch nicht ordnungsgemäß getrennt, wenn alles in dieselbe Mülltonne kommt. Gut, bis jetzt war es nur Biomüll. Nee, warte mal, da war ja auch eine CD dabei und so. Der kann doch nicht die CD und irgendwie so einen schwarzen Müllsack zusammen mit dem Biomüll weghauen. Was ist das denn für eine Unart? Stardew Valley, was vermittelst du hier? Gut, das... Ach nee, die Hacke muss ich mitnehmen. Wenn ich Würmer unterwegs finde und keine Hacke dabei habe, bin ich richtig angeschmiert. Und ich gehe den Weg an jedem Tag. Oh! Naja, gut. Denn halt nicht. Ja, was mache ich jetzt? Ich könnte jetzt wieder angeln gehen, aber das fand ich auch nicht so spannend. Ich kann neue Saat kaufen. Oder generell, ich kann mal gucken, auch was der Rucksack kostet. Säze. Bestimmt 4000 oder so. 2000. Spar ich jetzt erst auf den Rucksack. Nee. Ein paar Bohnen, die brauchen 10 Tage. Und... Wachsen denn aber wieder mehrmals. Nehme ich auch mal 10 Stück mit. Und dann nehme ich noch mal ein bisschen Blumenkohl mit hier. Kale? Was war Kale nochmal? Achso, Kohl, glaube ich.
oder so, ne? Irgendein Kohl? Keine Ahnung. Gut. Also gehe ich jetzt doch noch mal ein bisschen grown. Ich weiß, du bleibst bei mir, bei mir, bei mir, bei mir, bei mir. Yeah. Ja, ich mach. Ach so, ich muss mir da vielleicht gleich noch ein bisschen Platz machen. Nee, da kann ich noch mal so eine Zweierreihe nebenhauen. Für die Bohnen. Kann ich da noch? Nee, da kann ich nicht mehr. Okay. Dann. Warte mal, wie viel ist das jetzt? Mach ich das hier hin? Gut, zack. Zack, zack. Mach doch einfach. Ich bin versucht, das mal mit Maus und Tastatur zu versuchen. And abundant. Everywhere is one. So. Oh Mann, schon wieder. Ach, so ein Kack aber auch, ey. Also das Ding ist, ich bin einfach irgendwie ein Controller-Typ. Es kann sein, dass es so vielleicht ein bisschen schneller und mit weniger Fehlern, meistens mit weniger Fehlern geht. Aber ich habe einfach meine Hände lieber so. Gut. Finde ich einfach irgendwie ein bisschen entspannter. Das hat jetzt gar nicht so viel Zeit in Anspruch genommen, wie ich gedacht hätte. Ich angle mal hier so ein bisschen. Aber ich glaube, hier gab es nichts. Außer Müll. Treibholz. Durst. Ich muss mir mal irgendwie kurz was zu trinken organisieren. Jup. Schnell was gefunden. Baba. Genau, in die Richtung wollte ich. Wow in the West. Moin Lea. Also ich könnte dir jetzt ein Treibholz schenken oder Lehm. Ah. Wie? Hast du dich jetzt nicht über den Lehm gefreut? Mal behalten sollen, wa? Hätte ich mal das Treibholz schenken sollen. Das hätte sie sich dann irgendwie an die Wand hängen können, mega fancy, zusammen mit anderen Treibholz und da so ein richtig geiles Bild raus kreieren. Siehst du, jetzt hätte ich schon zwei. Kann man da noch irgendwelche Sachen dran hängen? Boah. Uff. Der hat aber schnell zugebissen. Oh hier. Yeah. Also CDs und Treibholz, die sind gierig. Die beißen halt sofort an. Oh, nice. Wobei Angeln macht nachher erst richtig Spaß, wenn du richtig geile Fische angeln kannst. Tja, hatte ich auch noch nicht. Aber ich weiß gar nicht, was ich sonst machen soll. Am liebsten würde ich in die Mine gehen. Aber da komme ich noch nicht rein.
Da hätte ich richtig Bock drauf auf Mine. Ich werde jetzt halt erstmal irgendwie Kohle farmen und dann mir den Rucksack holen und. Weiß ich nicht, ob ich ihm da helfen muss, den Stein kaputt zu hauen. Aber glaube ich nicht. Weil ich muss die Materialien, um die Spitzhacke überhaupt aufzuwerten, muss ich wahrscheinlich. Kriege ich ja erst in der Mine, oder? Ich habe keinen Bock mehr zu angeln. Zwei Chubs. Was soll ich denn mit zwei Chubs? Ich will richtig fette Brocken angeln. Oder exotische Fische. Ein Clownfisch hier im Fluss. Wäre jetzt nicht so ein Kampf. Und der Clownfisch fliegt. Ich glaube nicht, dass die sich ordentlich wehren können. So. Mal sehen, was die Alge bringt auch. Und Treibholz ist wahrscheinlich, gehört zum Müll, bringt gar nichts. Was mache ich jetzt? Ich habe 42 Tacken. Mal gucken, was die Leute so treiben. Fragen wir mal rum. Hallo, hallo. Ist ja wie ausgestorben hier. Da ist Alex wieder, da ist Penny wieder. Ja. Mal hallo sagen. Hallo Penny. Okay. So eine kleine Leseratte. Liest ganz viel so. Alex, warte mal. Bevor du pumpen gehst, lass nochmal schnacken. I'm feeling pumped. I'm Jack. Achso, nee. Ich hatte mich verlesen. Ich dachte, sie hätte mir gesagt, was sie mag, aber sie hat nur gesagt, dass sie die Kekse in Blumenform schneidet. Sticht wahrscheinlich. Ich kann jetzt nicht reden, junger Mann. Mein Lieblingssender läuft. Na gut. Sorry, Opa. Tschüss, Oma. Tschüss, Muskel-Alex. Ich wusste nie, was es mit diesem Hund auf sich hat. Ich weiß nicht, wenn es da irgendwas gibt, aber bei mir ist der Hund nie rausgekommen. Ich glaube, den habe ich nie gesehen. Und ich habe so viel Zeit da reingesteckt. Ich gehe nach Hause. Das Dorf ist ein bisschen lame. Leute, kein Wunder, dass hier keiner herziehen will. Alle reden hier nur zwei, drei Sätze mit mir. Bin wohl hier nicht so willkommen, wie ich dachte. Tun alle so, als würden sie sich darüber freuen, dass hier mal jemand dazukommt, aber dann will keiner mit mir reden. Ich werde nicht auf den Geburtstag eingeladen. Ich fühle mich hier nicht willkommen. So. Okay, meine Axt ist ein bisschen stärker. Das Gras, eine Alge bringt 15. Und die bringen jeweils ein. 124. Gut. Also, wieder gießen. Ich habe gar nicht so viel Kohle gekriegt jetzt, ne? Das ist ja lächerlich wenig. Morgen fliegen Pollen. Okay. Oh, hier. Heute sind die Seelen mega unzufrieden und machen alles, was sie können, damit es mir beschissen geht. Stimmt, irgendwo konnte man doch auch noch das Haustier einstellen, ne? Klar. Dudley. Das Problem ist jetzt, dass ich zwei Katzen habe. Das heißt, ich kann nicht eine bevorzugen. Das wäre unfair der anderen gegenüber. Eine Wortkombination wäre total scheiße. Barbarian.
Bob Marley? Nee, das hängt. keine Ahnung. Ich nenne ihn einfach doch Bobaria oder sie. Ich sag gar nicht dazu, welches Geschlecht die Katze hat. Oder der Kater. Bobaria. Bobaria darf sein, was er möchte. Oder sie. Oder Gap. Ich kenne ihr Pronomen nicht. Sie kann es mir nicht mitteilen. Oder das könnte echt kompliziert werden, wenn ich es dabei belassen würde. Okay. Ich guck drauf, aber lese gar nicht. So. Okay, Jojo Ma, mir scheißegal. Ganz kurz. Warte mal. Warum fehlt da so eine Pastinake? Wo ist die Pastinake her? Das Pastinake ist. Also habe es nun was, glaube ich, Rettich. So diese Anfangsstandardpflanze. Oder nee, war das nicht auch Pastinake? Ist wahrscheinlich regional auch so. Ja, ist so. Weiß ich doch. Ich bin bei der Solawi. Ich weiß mittlerweile, wann Gemüsesaison hat. Oh, ich habe noch Bohnen. Nicht aus dem Kopf oder so, aber ich krieg's dann ja halt immer mit. Und Pastinake war so Frühling eigentlich noch ein bisschen davor. Weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber es ist auch mein erstes Jahr Solawi. Ich lerne noch. Warte mal, wieso gehe ich jetzt mit den Pastinaken spazieren? Und wie? Ah, Vogelscheuche. Ein Stall bauen? Okay. Ich habe jetzt Aufgaben. Gut. Okay. Und ich habe noch 9 Leute, die ich begrüßen muss. Aber das ist jetzt erstmal nebensächlich. Ich habe Aufgaben. Juhu. So, rein damit durch. Ihr kommt in die Kiste. Ja, dann muss ich erstmal wissen, was so ein Stall kostet. Was war das noch? Ach, ne Vogelscheuche craften. Achso, dann muss ich erst Farming Level 1 werden. Gut. Werde ich wahrscheinlich diese Nacht werden, kann ich mir vorstellen, weil ich jetzt die ganzen Rüben abgegeben habe. Und jetzt fragen wir Robin mal, was so ein Stall kostet. Ah, okay. Gemeindehaus. Oh, hallo. Hi there. Also redet er wahrscheinlich nicht. Oh, hi there. What an ISO. Schon. Sieht trotzdem sehr stylisch aus. Das hatte ich sogar einmal fertig, das Ding. Bei meinem letzten Spielstand. Da kannst du irgendwie reingehen und dann kannst du da irgendeinen Kram immer spenden. Ach so, das ist das, was der Supermarkt haben will hier. Okay, wenn irgendwer da so ein Membership-Karte kauft, dann verkauft er das Gemeindehaus. Das wollen wir natürlich nicht. Wir gehören nicht zu den Bösen.
Naturally, wir sind die Lieben. Das heißt, wir peppeln das Ding hier wieder auf, damit alle wieder Spaß am Community Center haben. Ach genau, die Kids kenne ich noch gar nicht. Vincent und Jasmine. Ja, diese grünen Nupsis, die wir aus der Sterbebettszene von Opa kennen. Aber er hat doch diesmal rechtzeitig hingeguckt, oder nicht? Eigentlich hätte der Bürgermeister das jetzt auch sehen müssen. Du machst mir Sorgen, Chilian. Dir scheint es nicht gut zu gehen. Also lasse ich dich jetzt in dieser Scheune alleine. ist jetzt nicht sehr sorgevoll. Ich meine, ich bin da fast am Abklappern, sehe Gespenster, habe scheinbar irgendwie Fieber oder so. Und er denkt sich, boah, ich habe Hunger. Uff, Alter, ich gehe mir mal was zu essen holen. Gut, ach so, ja, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich hin wollte. Gut, dass ich instinktiv in die richtige Richtung gelaufen bin. Construct Farm Buildings. Cool. Also, ich brauche dafür 4000 Tacken, 300 Holz, 100 Stein. Gut. Ich kann ja schon mal anfangen mit... Ich kaufe jetzt nochmal Saat. Nochmal ein paar Pastinaken. Und dann fange ich an mit... Sag mal schnell. Holzhacken, Steine klopfen und sowas. Damit ich das denn schon mal habe. Und dann versuche ich Kohle zu machen und hole mir dann die Scheune. Und dann geht's los mit Hühner. Mit die Hühners. So, was willst du? Catfish. Oh. Ich glaube, die beißen aber nur bei Regen. Und ich habe meinen Catfish halt einfach auch schon weggehauen. Schon verköft. Achso, Saat. Guck mal. Ja, hier, nehme ich alles. Gib mir alles, was du hast. So. Jetzt muss ich das Feld da vergrößern. Gut, dann pflanze ich jetzt noch ein bisschen passender. Oh, es ist erst 10 nach 10. Mann, habe ich hier viel Zeit immer, jeden Tag. Ach so, das war diese lange Sequenz vom Bürgermeister, hat mich, glaube ich, einfach nur irritiert. So, das sind jetzt 18 Felder. Und jetzt sind es 21. Go. Jetzt direkt vor die Haustür. Ist erstmal nur zweckmäßig. Erstmal geht es darum, Kohle zu generieren. Und dann kann man irgendwann anfangen, das hier alles hübsch zu gestalten. Mache ich auch. Also das wäre jetzt hier nicht so mein Anspruch. Will schon ein bisschen schicker haben. Aber jetzt ist erstmal noch Schiede Girl. Jetzt geht es darum, irgendwie erstmal ein bisschen voranzukommen. So, einmal hier. Voll schlürfen. Zack. Rein da. Holzhacken. Ich mache mal so alles hier an... Achso, ich nehme die Hacke mit. Und dann mache ich mal so alles an Stein und kleinen Holzstöckern weg hier. Auf dem Fell. Ich glaube, mit der Sichel brauche ich noch nicht anfangen, aber ich nehme die mal mit. Ich lege die mal nebeneinander. Also, Angeln brauche ich jetzt erstmal nicht. Die
Ich lasse auch, glaube ich, hier ordentlich Bäume, ach so, nachwachsen. Oh, hier ist viel Stein. Zack, zack. Gut, dass ich die auch mit habe, aber ich werde die jetzt doch dahin packen. Ja, das ist jetzt erstmal nicht ganz zu sparen. Hacke die Hack und holter die Polder und einfach jetzt hier mal ein bisschen was platt machen. Das ist aber leider auch ein Job, der getan werden muss. Da kann ich nicht viel, da kann ich nichts für. Ist zumindest ein bisschen aktiver als Angeln. Angeln ist halt viel rumstehen und irgendwie noch ein bisschen langweilig. Also ich freue mich darauf, wenn es ein bisschen losgeht mit Angeln, aber jetzt gerade hat mich das noch nicht so gecatcht. Und wie gesagt, eigentlich will ich in die Mine. Eigentlich will ich auch das hier nicht machen. Ich will in die Mine und kämpfen. Oh. Aber ich muss eh gleich aufhören. Bin gleich platt. Und es ist gerade mal 2. Gut. Reicht. Bin erschöpft. Kann nicht mehr. Ich komme halt aus der Stadt. Ich bin so ein hartes Leben nicht gewöhnt. Ich saß hier meine ganze Berufslaufbahn im Büro. Da kann man ruhig Verständnis für haben. Quatsch, falsche Richtung. Ihr sollt da rein und nicht umgekehrt. Und ich habe noch einmal Wildsaat. Die pflanze ich ein. Ach, da ist sogar noch ein Loch. Gut. Was nun? Kann ich noch irgendwas craften? Nö. Was ist das hier? Achso, Wild Seeds. Ah, okay. Das will ich mal machen. Das heißt, ich muss jetzt von den Sachen, die ich finde, alles einmal behalten. Genau, das ist dieser Müsli-Riegel. Kriege ich hier von den Seeds, die noch gar nicht gedroppt sind, glaube ich. Oh, da, ich sehe was. Wildsaat. So, aber jetzt muss ich aufhören. Sonst falle ich gleich in Ohnmacht. Jetzt schon schlafen gehen? Ich schnack noch ein bisschen mit Dorfbewohnern. Mal gucken. Oder vielleicht triggere ich auch wieder irgendeine Sequenz irgendwo. Gehen wir hier mal rein. Ja. Ach hier. Yeah. Wir kennen uns auch noch nicht. Abigail. Ach, darfst du noch weiterhin. Darfst ruhig noch auf den Feldern da rumstreunern. Ich will das nicht alles wegmachen. Soll schon ein bisschen Wald auch bleiben. So, wir haben uns schon gesprochen, glaube ich. Emily, ja. Voll im Möbelwühl. Gut. Dann angel ich doch nochmal. Ach nee. Scheiße, jetzt muss ich mir, glaube ich. Ne, den gehe ich jetzt gleich ins Bett. Den hole ich jetzt noch ein. Kacke, ich habe vergessen, dass ich so erschöpft bin. Und dann für so ein Bass wahrscheinlich oder so. Ja, genau. Nee. Ah, Sonnenfisch, den hatte ich noch nicht. Oh lol. Opa, komm schon. Ein bisschen schneller kannst du ja wohl gehen. Ja, so viel zum Thema, ich gehe jetzt schnell ins Bett. Du, wenn du einfach jetzt kurz mal die Hacken hinterher haust, dann bist du in mir nichts in der Falle. Bisschen verhaspelt. Trotzdem, mach mal ein bisschen schneller hier. Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass man so rumschleicht.
Ach, muss man schon aufpassen, dass er nicht unterwegs einpennt. Das ist echt ätzend. Vor allem, weil ich echt eigentlich jetzt direkt ins Bett gehen wollte. Um 3. Jetzt ist es 6. Und bis ich da bin, ist es 7. Oha, schnell in die Falle. Warte mal, irgendwie habe ich da neue Post. Gerade ein Problem. Okay. Also das Community Center nochmal. Moin, Kitty. So, schnell Hayabubu machen. Und jetzt kann ich eine Vogelscheuche machen. Nice. Oh, das reicht noch nicht für den Rucksack. Yeah, yeah, yeah.